Scheiße, ich konnte jetzt gerade, oh, entschuldigt bitte, ich konnte jetzt gerade nicht aufnehmen, denn ich habe heute ein Windows-Update bekommen, Windows 10, Version 18.09, glaube ich, habe ich mich jetzt lange gegen gewehrt, aber ich glaube, es ist jetzt doch ein bisschen länger schon draußen und dann habe ich das heute mal gemacht. Dadurch verstellt er immer gerne mal alle Devices hier, also da passt da, die Soundkarte passt nicht mehr, das wird dann irgendwo über die Elgato ausgegeben, da passt dann plötzlich die Ausgabe nicht mehr, also nicht mehr, nichts mehr, nichts geht mehr über meine Soundblaster hier und so weiter und so fort. So sieht das Ganze aus, aber ihr habt das im Titel schon gesehen. Ja, der sieht heute mal ganz komisch aus mit einem Aua, denn so sieht das aus, wenn man mit dem Kopf auf die Tastatur schlägt, weil hier alles so gut lief. ich muss das mal leicht überspitzen, weil hier alles so gut lief. Und, oh, was habe ich in der Clanburg? Ah, ich habe Riesen in der Clanburg, shit. Nee, eigentlich nicht shit, aber die gehören eigentlich nach vorne, ne? Die gehören eigentlich nach vorne. So, dann springen wir hier aber mal mit den Wallis und mit den Riesen rein. Ja, ihr habt jetzt die ganze Zeit hier bei mir so ein bisschen immer so die Event-Armee gesehen. Das ist aber auch ganz bewusst. Ich meine, das Event geht wirklich lange. Es geht ja 7 Tage. Und deswegen, wenn ich dann am Farm bin, ja, dann ist das natürlich mit so einer Armee überhaupt kein Ding. Und ich glaube, den haben wir ganz gut gemacht. Ich muss jetzt nur schnell zusehen, dass ich hier noch meine Kobolde wegkriege. So, dann haben wir die Kobolde hier raus. Hier hinten, oh, da gehen sie in einer Riesenbombe kaputt. Okay, dann nehmen wir hier einmal 3 Magier auf den Turm hier. Und ich vernehme mal, ich nehme mal meinen letzten Wut hier für die Valkyren und für die Riesen hier. Wir gehen aber gleich auch mal in den letzten Klankrieg rein, aber der war wirklich unterirdisch. Ich habe, muss ich sagen, uns hier ohne Übertreibung noch nie so schlecht angreifen sehen. Ich weiß gar nicht, was los war. Die Gegnerbases waren, es geht so. Die waren gar nicht mal so schlecht, die waren auch gar nicht mal so gut teilweise. Aber einige meinten dann, sie müssten unbedingt ihren Gegenüber machen. Weiß ich nicht, ob das für ein Ego gut ist oder so. Man kann ruhig mal ein bisschen tiefer gehen. Das ist nicht schlimm. Um da dann wenigstens 3 Sterne zu holen. Aber ich muss wirklich sagen, und ich wollte ja eigentlich keine Folge machen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo dann irgendeiner gefragt hat, Toto, machst du heute eine Folge für Mittwoch? Da wusste ich noch gar nicht, ob ich wirklich eine mache. Denn eigentlich ist es keiner Folge wert. Oh, wir haben hier den Bonus noch mit reingekriegt. Ich fordere einmal Bodenwutkarre. Macht die nochmal nach. Lasst euch nicht irritieren hier. Wir gehen hier direkt durch in den letzten Clankrieg. Den haben wir. Das, ich meine, wenn ich schon so anfange und mit dem Kopf auf die Tastatur schlage, dann haben wir den sicherlich nicht gewonnen, sondern wir haben ihn eh verloren. Also der Gegner hat nur 2 Sterne offen gelassen und wir haben, ich konnte das gar nicht glauben, hier unten in diesen kleinen Rathaus 9er Bereichen viel offen gelassen. Aber wir waren vorher 48 von 48. Und sind jetzt ein bisschen dünner geworden. Galamax raus, Mickey raus, Asmus raus, Galamax raus, Clan City raus. Und hier unten sind dann nicht so viele raus. Aber ich habe jetzt den, ich glaube, ich habe von mir auch ein paar Accounts hier jetzt erstmal rausgenommen. Die gehen jetzt erstmal ein bisschen woanders hin. Und 2 Angriffe waren aber, fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es war hier der Klaus Kinski. Den fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Das Witzige war, ich habe den Angriff jetzt eben gesehen und das ist nichts gegen dich jetzt, Ingo, aber jetzt guck dir an, wie der Klaus diese Base macht und was du da von veranstaltet hast, eben noch mit deinem Rathaus 10er. Das ist jetzt kein Angriff auf den Inge hier, aber ich weiß nicht. Leute, guckt einfach mal im Clankrieg über die Bases einfach mal rüber. Vielleicht gibt es da 2 Doppelte oder so. Kann ja mal sein. Einfach mal durchklicken unten, braucht man ja nur den Pfeil machen und dann sieht man eigentlich schon, was so in seiner Range ist oder was könnte auf solche Bases gehen. Und es gab exakt die gleiche Base unten. Hier um die Queen kann ich euch sagen, da stehen die ganzen Tesla gleich. Oh Gott, oh Gott. Aber wenn man natürlich das jetzt nicht weiß, weil man diesen Angriff nicht gesehen hatte. Der Gegner hatte übrigens so gut wie immer so einen Lava-Hund hier in der Clanburg. Ich muss sagen, auch mit meinen Angriffen hat mich das nicht im geringsten gestört. Ich weiß nicht, so ein Lava-Hund, der stört mich nie. Er stört natürlich dann schon, wenn die kleinen Welpen zu weit weg streuen oder deine Queen ist nicht dahinter und der, und ich meine, wenn der Lava-Hund dann gar nicht aufgeht, dann stört's niemanden. Der macht zu wenig Schaden auf alles. Ich meine, selbst auf dem Barbaren muss so ein Lava-Hund, glaube ich, zweimal geballert haben. Und das hat er aber gut gemacht hier mit 3 Golems, so wie ich das gerade gesehen habe. Finde ich sehr, 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 sehr nett.
Das muss ich euch nicht schneiden, das habe ich einfach mal gerade leiser gemacht. Finde ich sehr, sehr nett. Und meistens sieht man das Ganze ja irgendwo mit Hexen, Heiler und dann ein Golem dabei. Aber hier einfach mal drei Golem nehmen, so geht es. Und 30er Helden, also schöner Rathaus 9 sowieso. Auch das steht, glaube ich, außer Frage. Naja, wie gesagt, ich fand den Angriff ganz gut und auf den Angriff hätte man eigentlich kopieren können, 1:1 auf eine Base, die viel weiter unten war. Wenn man es nicht macht, dann macht man es halt nicht. Also wie gesagt, bei diesem Angriff bin ich jetzt nicht mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen, aber bei einigen Angriffen hier, Leute, es war unterirdisch und ihr wisst das selber, ich übertreibe nicht, ich übertreibe wirklich nicht. Auch im oberen Bereich, ich meine, wenn mich da ein Rathaus 11er fragt, Toto, wen soll ich machen? Und bei einem und bei zwei Rathaus 10ern, also bei zwei Rathaus 10ern, ist nur ein Stern drauf, weil da haben irgendwelche Achter mal einen Stern drauf geholt. Einfach mal so, weil sie unten nichts mehr machen konnten. Und mich fragte jemand, Toto, wen soll ich machen? Und uns fehlen Sterne. Dann werde ich wohl kaum sagen, oh, mach mal unten 9er zu, da ist noch was zu reißen. Naja, ich weiß gar nicht, warum ich mich hier so aufrege. Tatsächlich waren die Zuschauer der Meinung, nein, nicht die Zuschauer, sondern tatsächlich war der Clan der Meinung, Toto, da kannst du wenigstens einen guten Angriff zeigen. Weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt gut war oder nicht gut war. Aber ich habe mal wieder zu der Truppe gegriffen mit einem Queenwalk, ein paar Loons, zwei Lavahunde in der Clanburg ein selber dabei. Und ich wusste nur die ganze Zeit nicht, wie funnel ich das Ding hier. Also ich habe dann tatsächlich mal in diesem Rathaus 9 Bereich, weil ich auch sehr hoch angegriffen habe, 5 auf 5 fand ich jetzt sehr hoch. Und ich meine, es ist eine Max Rathaus 9er Base, die Helden sind Max. Ich glaube, das war, und wenn sie nicht Max waren, war es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Letztendlich muss die Taktik dann auch funktionieren, aber ich bin hier super in die Base reingekommen mit der Queen. Der King muss jetzt außen so ein bisschen helfen, dass die mir nicht nach außen rutscht. Da war nämlich die Gefahr schon wieder sehr groß. Der Bogenschützenturm da, der hat mich sowieso abgenervt. Also machen wir den hier oben erstmal weg mit einem Luftballon, denn da war schon so ein bisschen Schaden, glaube ich, drauf und der schoss ja jetzt auf meine Queen. Auch hier wieder seht ihr, Lavahund incoming und Queen ist er jetzt schon weg. Meine Queen brauche ich jetzt so fürchterlich lange mal wieder für die Mauer. Ach, da habe ich schon wieder gedacht, Mann. Aber jetzt, okay, die hat jetzt nur einen Beschuss, nämlich nur von dem X-Bogen, also mehr nicht. Dann ist so ein Hund überhaupt nicht schlimm, wenn er jetzt noch eine Queen rumtänzelt und dort vielleicht noch ein, zwei Bogenschützentürme raufballern, dann ist das viel, viel schlimmer. Deswegen konnte ich jetzt schon mit meinem Luftpart loslegen. Auch wenn die Welpen hier jetzt erst losgehen, aber die gehen jetzt komplett auf meine Queen. Und die ist immer noch ungezündet. Der Luftweg war jetzt nicht ganz so prall, weil ich musste jetzt doch so ein bisschen gegen einen Feger. Und denn ich habe, okay, dieser Feger da, der da, den ich jetzt gerade markiere, der pustet nur meine Heiler weg, was auch immer schlimm ist, aber es ist längst nicht so schlimm, als dass meine Ballons hier weggepustet werden, denn ja, hier unten ist noch ein Lavahund, das seht ihr hier, ich habe es auch den Dödel hier, habe ich mal wieder übersehen, das ist nur ein Loon hier, aber ihr werdet sehen, mit einem Loon wäre ich hier hinten nicht zurechtgekommen, an der Stelle, also hier ist jetzt schon mal alles weg. Ich habe reichlich Cleanup Luckys dabei, denn mit dieser Kombination hier habe ich immer, ich glaube, 7 Luckys und 3 Bogenschützen noch zusätzlich als Cleanup dabei. Und jetzt hier wieder Mauer. Mir lief so ein bisschen die Zeit davon. Das habt ihr, glaube ich, wenn ihr die Anfangszeit gesehen habt, gesehen. Der King hier ist auch Essig, da brauchte meine Queen jetzt gar nicht eingreifen. Und jetzt guckt, was hier unten passiert. Also ich glaube, mit einem Loon hätte ich den Tesla nicht bekommen. Auch wenn ich, rote Luftmine, noch eine rote Luftmine, Alter, ja. Ich weiß nicht, ob das meinen Loons gut getan hätte. Aber gut, jetzt die Queen macht jetzt noch den Tesla hier weg, dann sind das auch 100%. Also so geht's hier eigentlich. Ich fand die beiden Angriffe ganz schick, die anderen Angriffe waren auch nett, wo wir zumindest 2 Sterne gut gemacht haben, 3 Sterne gut gemacht haben, aber gerade in diesem Clankrieg hier wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Wäre einfach ein bisschen mehr drin gewesen. Und deswegen habe ich doch auf Mittwoch eine Folge gemacht. Auch so steht es im Titel, doch eine Mittwochsfolge. Und was mich sehr, sehr gefreut hat auf diesen Mittwoch, muss ich sagen, ich glaube, das kommt nicht oft vor. In den deutschen News sind die Verbesserungen
eher drin als in den englischen News. Ich habe eben extra nochmal nachgeguckt und fiel mir auf, bin ich ja gestern schon mal kurz drauf eingegangen. Also man muss jetzt nicht mehr nachladen und Fallen, also Sprungfallen und so weiter, kosten auch nichts mehr. Tote Bases wird es nach wie vor geben. Was ich nicht so gut finde, es wird dann immer nachgeladen, auch wenn du es gar nicht willst. Das finde ich eigentlich nicht so gut. Aber vermutlich ist das Work by Design oder so. Die magischen Gegenstände sind jetzt im Rathaus. Also wenn man da dann draufklickt, bekommt man sie zu sehen. Und das ist die beste Änderung hier oder überhaupt die beste Annehmlichkeit, denn bei uns kommt es ganz häufig vor, dass jemand meint, er müsste uns Kobolde in die Clanbogen reinpacken oder irgendwelche Truppen, die da gar nicht dran stehen. Und da kann dann immerhin ein Anführer und ein Vize darauf reagieren und können dann die Sachen rausnehmen, auch wenn der Benutzer nicht da ist. Das finde ich wirklich top hier von Supercell. Also das ist wirklich mal eine Sache, die macht mal so richtig Sinn. Ja, die macht mal so richtig Sinn. Freue ich mich auch schon drauf, die ersten Truppen hier wieder rauszufischen. Was natürlich sehr nervig ist, wenn es immer wieder einer macht. Immer wieder. Ich glaube, Izo hat es ja auch schon angesprochen. Da wird es dann hier die Schelme geben, die das den ganzen Tag machen. Aber sei es drum, irgendwann identifizierst du sie und dann haust du sie raus hier. Wir sind wieder, lass mich gerade gucken, ich glaube, wir sind wieder auf 38 geschrumpft. Das bleibt jetzt auch erstmal so. Und ich würde sagen, auch wenn es eine Mittwochfolge war, vielen lieben Dank beim Zuschauen und bis zur Donnerstags-, Freitags-, Samstags-Folge. Euer Toto. Clash.